Moin moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Da wollte ich in Ruhe weiter aufnehmen und dann sehe ich, dass mein Schneckenbecken gerade einen Nitritpeak hat. Ja, irgendwie, ja. Unfassbar. Da musste ich dann mal kurzerhand eben schnell erstmal das Becken wieder retten. Die Schnecken sind auch schon alle wieder hochgeschwommen, also sind auch alle hochgekommen. Das war wohl höchste Eisenbahn. Hab's, glaube ich, gerade am Anfang erwischt, so ziemlich. Also eben Wasser raus, Wasser rein, bisschen Pflanzen umgesetzt, einfach weil es schicker aussieht. Ja, noch ein paar andere Sachen erledigt, brauche ich jetzt eigentlich so ins Detail gehen für. Und dann wieder alles rein, alles an. Also ich habe jetzt nicht das komplette Becken leer gemacht. Ja, Filter wieder reingepackt, alles angeschmissen. Wasser wieder, also erstmal Wasser rein, dann alles angeschmissen, meine Fresse. Und ja, jetzt ist es alles wieder. Ganz schick. Habe ich da ordentlich Wasser reingeballert. Ja, mit so einem Gartenschlauch habe ich das Wasser da reingepumpt. Jetzt ist natürlich alles hochgewirbelt, aber das wollte ich ja, damit der Filter das da rausziehen kann, alles. Ja, jetzt sieht's witzig aus. Naja, die Schnecken sind wieder alle nach unten gewandert. Die sind zufrieden. Und natürlich kommen jetzt hier die untoten Schnecken. Auch wenn du einen Anzug trägst, hast du hier nichts zu suchen. So. Nee, das wollte ich nochmal eben kurz erzählen, weil wir jetzt ja eh nur am Abbauen, kaputtbauen sind. Da wollte man die nächste Folge starten, nach einer kurzen Pause mit Trinken und so. Oh, da geht gerade was ab im Becken, alles klar. Mal eben schnell alles retten, die Garnelen. Die Schnecken, meine Fresse. Ach ja, so ist das, ne? Ich glaube, ich habe gestern ein bisschen zu viel die Schnecken gefüttert. Die fressen eigentlich sonst das alles auf, aber ja. Ich glaube, ich habe vor zwei Tagen oder vorgestern schon gefüttert. Ich weiß es nicht mehr, deswegen war ich mir nicht ganz sicher. Naja, jetzt lassen wir erstmal ein paar Tage das mit dem Füttern sein. Die haben genug Zeit, alles wegzufressen. Und dann geht das schon wieder weiter. Ach, so ist das, ne? Nach einem halben Jahr auch nicht schlecht. Da wollte das Becken einfach mal umkippen. So ein bisschen. Nicht mit mir, Freund. Schuhsohle. Habe jetzt den Filter ein bisschen stärker gestellt, damit er das ein bisschen besser umwälzt. Ich hatte den ziemlich niedrig. Wenn du drei Stufen hast, dann Low, Medium und High, dann war ich so am Anfang im Low, dann nach dem ersten Mal habe ich dann auf Medium gemacht. Jetzt bin ich so zwischen Medium und High. Also ist noch ein bisschen Luft, bis der volle Pulle macht. Aber das will ich eigentlich gar nicht. Das soll eigentlich so ganz laufen, weil da ist sonst nichts drin außer Schnecken. Naja. Aber ich kann euch sagen, ein räudiger, reiner Zollboden ist voll für den Arsch. Es dauert sau lange, bis sich das Becken da vernünftig setzt und mit dem ganzen Nährstoffüberfluss und... Ah. Naja, war ja auch gleichzeitig ein Test mit dem Becken, ob man das so komplett machen kann. Jetzt weiß ich, man kann, es funktioniert, es läuft. Ja. Mit der Zeit gehen auch die Algen alle wieder weg, wenn man es richtig macht. Aber ey, ich hab da keinen Bock drauf. Da mache ich lieber so ein paar Pfützen mit Zoll, wo ich dann die Pflanzen reinsetze, die sich das da rausziehen können. Als so komplett. Das hält auch nicht drin, die Pflanzen, die man da reinsetzt. Ne? Du musst sie mit der Hand reinmachen, dann musst du sie fett zubuddeln, damit du dann da auch wirklich deine Ruhe hast. Naja, aber so ist das dann. Oh, das nehmen wir. Freunde, wir nehmen natürlich mit, was wir hier genau kriegen können. Jetzt habe ich mir natürlich doppelte Arbeit gemacht. Ich deppi depp, aber macht ja nichts.
indem man nur ganz normal hier alles abfarmt, findet man Ressourcen, die man auch gerade ausgibt. Ich finde das so toll. Yay. Klar macht man am... Ey, ich will das komplett geschlossen haben. Klar macht man am Ende Minus, wenn man nur damit arbeiten würde. Tue ich aber nicht, aber das ist natürlich nochmal ein schönes Extraschen. An Ressourcen. Ja, ich wollte gerade sagen, habe ich die Folge überhaupt gestartet, aber ja, habe ich. Alles gut. Ich hoffe, ich habe auch die Aufnahme gestartet. Naja, ich werde es ja sehen. Und noch mehr geil. Da will ich mal nicht so sein und nehme alles ganz fein mit. Was ist das denn hier? Hat ein paar Lecks hier. Keine Ahnung, wo mir gerade Lecks hat die ganze Zeit. Ne. Da kümmert man sich einmal um seine Aquarien. Und schon sagt PC, nö, mein Lieber, so geht das aber nicht. Ich muss den auch mal wieder sauber machen, ey. Das steht jetzt hier seit ein paar Monaten. In der Ecke, wo sich ganz schön viel Staub gesammelt hat und Dreck. Naja, muss ich den mal sauber machen. Aber das gehört ja dazu. Also ich glaube nicht, dass da viel Schmutz drin sein wird, aber... Hinten, wo das Netzteil ist, die PSU, da sieht man auf jeden Fall eine ordentliche Drecksladung. Und das, die davor ist. Deswegen, das mache ich dann einmal mal komplett sauber, mach den auf, putze den so ein bisschen. Und entweder der funktioniert dann oder nicht. Muss man dann mal sehen. Viele Spitzhacken? 4, ne? Oh. Da haben wir jetzt aber auch schon einige. Gut, wir haben jetzt schon... Ist jetzt die zweite, die ich benutze. Für diesen Bereich. Naja, naja. Und wir machen ja auch noch mit da drunter sauber. Naja. Nummer 3. Ich glaube nicht, dass wir 4 brauchen werden. Vielleicht, wenn, weil ich hier unten auch noch alles mit wegnehme gleichzeitig, aber... Wenn wir rein nur da wegmachen, glaube ich nicht. Nur den Platz freimachen, den die Schaufeln gemacht haben. Oh, nicht, dass ich zu weit gehe. Also zu viel wegmache. Aber das. Nee. Auf der anderen Seite habe ich ein Loch gegraben, also passt da. Eigentlich habe ich da ein Loch gegraben. Müsste. Es wird ein bisschen dunkel hier drin. Schaufeln habe ich gar keine mehr, nein. Und alle schon auf die richtige Höhe. Ei. Eis. Licht. Hello. Endlich wieder aus dem Untertagebau wieder raus. In das wunderschöne Lächter. Ja, in dieser einen Reihe waren ganz schön viel Eisen. Ja, das war nicht schlecht. Ja. Ich werde auch noch die vierte verbrauchen, weil es einfach... Ich habe da unten auch schon komplett alles mit freigelegt.
Hätte ich jetzt wirklich nur den Bereich gemacht von den Schaufeln, dann easy hätte das gereicht. Aber easy ist nicht unser Ding, sie. Wie viel dafür unter hier drunter schon wieder komplett frei ist, ist auch schon mal eine ordentliche Reihe. Definitiv. Das ist schon mal ordentlich, weil. Was wir hier wieder weggezimmert haben. Sehr schön, die Erde kommt wieder. Wie viel haben wir jetzt eigentlich hier? Alleine hier jetzt 33 Eisen abgebaut. Alter, läuft. Könnten wir 33 schaufeln, dann könnten wir einiges mitmachen. Nicht alles, klar, aber schon einiges. Guck mal, bis dahin ist ja auch schon wieder, ne? Wenn wir jetzt hier reingehen, ist ja schon mal bis hier, ist auch schon mal über die Hälfte. Was wir hier jetzt wieder weggenommen haben. Oh, ich sehe da vorne links Eisen. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt noch wegkriegen, weil wir haben ja nur noch diese Spitzhacke. Aber trotzdem. Boah, gut, dass ich keine Funkmaus hätte, sonst würde ich mich jetzt hier so halb hinlegen, während ich das mache. Und eine Funktastatur würde ich hier, glaube ich, echt rumliegen. Oh, mal ein bisschen abbauen, ne, Freunde. Mal ein bisschen links, ein bisschen rechts, ne. Oh, mal, mal da oben ein bisschen. Oh. Oh. Naja, so, jetzt gucken wir mal, was wir jetzt noch machen können, ne. So, ungefähr würde das dann ablaufen. Die Schaufel ist bald, die Spitzhacke ist bald hin. Dum. Yeah. Mit jedem Stein, den wir wegmachen. Oh, kommen wir unserem verdammten Ziel näher, wollte ich sagen. Und das ist auch wieder eine riesige Fläche, ne, Freunde? Also ich finde, das ist schon eine wahnsinnige Fläche, die wir uns hier jetzt frei gemacht haben.
Das ist ja hier alles frei. Neu. Bis hierhin, glaube ich. Bis hier so. Mäh. Ja, das ist Wahnsinn. Was da von der Fläche her dazugekommen ist. Sehr steinelastig. So. Oh, die kann ich ja sogar damit reinstecken. So, guck mal, haben wir schon ganzes Deck gesammelt. Gut, allzu viele haben wir auch gar nicht mehr. Können wir die nicht einfach zusammen? Ja, perfekt. Perfekt. Jetzt haben wir wieder genug. Dann dann mopsen wir uns mal ein bisschen Eisen. Und ein bisschen Kohle. So, die haben ja alle nicht mehr so viel von der guten Kohle. Das kommt da auch wieder rein. Haben wir hier noch mehr Kohle? Ja, haben wir. Wunderbar. So, aber auch alles mehr als gerecht aufgeteilt. Fupp, jetzt haben wir 5 neue Schaufeln. So schnell geht das. Und natürlich auch noch ein paar neue Hacken. Naja. Ein paar brauchen wir dann noch. 3, 8, passt. Passt schon. So werden auch gleichzeitig wieder Güter verbraucht, wie man hier sieht. Geht nicht nur alles rein, wird auch alles verbraucht. Und da haben wir auch schon, für ein paar von den Sachen haben wir auch schon ein paar wunderschöne Plätze, wo die als nächstes hingehen dürfen. Und wir haben es aber geschafft. Guck mal, der Berg. Ja, stimmt. Aha. So, dann wird es jetzt Zeit, hier mal End-Cut zu machen. Und alles runter zu nehmen, was hier nicht hingehört. Ja, das müsste alles die richtige Höhe schon haben. Aber hier haben wir noch nicht mal richtig die Tiefe reingebaut. Ich dachte, das hätte ich schon. Nein, habe ich offenbar nicht. Der Normandie-Streifen kann auch so nicht funktionieren, wenn die da alle. Manometer. So, noch mal eine Doppelreihe nach unten weg. Oh, die Schaufel hat gar nicht so viel verbraucht, aber die Spitzhacke natürlich umso mehr. Den Grund zeige ich euch gleich.
Das ist nämlich hier schon die richtige Höhe. Dann können wir hier nämlich auch schon einen drauf nudeln. Und hier können wir natürlich auch schon einen. Nein, den wollte ich da einen haben. Da auch. Guck mal, ne? Wie viele von den anderen Sachen abgebaut wurden. Das ist auf jeden Fall nochmal ein großer Unterschied. So, dann leg mal jetzt frei alles. Alles, was wir hier so schön schon weggemacht haben. Natürlich gehen wir erstmal jetzt auf eine schöne Höhe. Ich würde mal sagen, bis hier so. Da muss man natürlich auch wieder aufpassen jetzt schon, dass man nicht reinfällt. Ja, da unten ist schon einiges passiert. Wahnsinn, ey. Ja, ich rede mit der Schaufel. Ich zeig dir, was ich schon vorbereitet habe. Damit ihr auch sieht, dass wir nicht ganz so eine faulen Säcke sind. Ja, schon alles unterkellert. Untergraben, unterwandert, nimm es, wie du es willst. Gott sagen, wie kommen wir denn da überhaupt noch hin, oder? Aber das ist noch möglich. Oh, Schaufel ist schon weg. Da hat sich schon die erste verabschiedet. Noch nicht mal alles freigelegt. Zwillingsschlag. Ja, du hast dein Fleisch, ne? Aua. Hey, der hat eine Rüstung. Scheiße. Ich bin gerade am Sterben. So ein Schwanzlutscher und dann gibt dieser Pisskill. Och, dieses Fixkill gibt mir dann noch nicht mal was von seinem scheiß goldener Rüstung ab. Ich mach mir bessere Schwerter. Aber erstmal machen wir jetzt hier weiter. So. Ja. Ich habe daneben ja noch immer. Einen habe ich da ja noch. Also ein Schwert, genau. Ich kam gerade nicht drauf auf den Namen. Ein Schwert habe ich da noch. Also wenn ich wirklich noch eins brauche, dann habe ich da noch eins. Und dann können wir auch wieder ein zweites uns mitnehmen, weil wir ja noch eins in der Truhe versteckt hatten. Wenn ich mich nicht ganz irre. Ja, bis hinten bin ich auch noch nicht durch, das stimmt. Alles habe ich auch noch nicht weg. Oh oh. Jetzt kommen wieder ein paar Flächen. Oh, aber auch nicht ganz so viele Flächen.
die hier gerade freigelegt wurden. Dann müssen wir die Decke, glaube ich, nach hinten. Guck mal, was das für eine Decke, die ich hier weggemacht habe. LOL. Wir müssen erstmal gucken, wo die Decke anfängt. Damit wir natürlich nicht aus Versehen die falsche Decke abbauen. Okay. Hier ist schon mal ein Teil der Decke. Aha, müssen wir auch alles auf ein Bandmaß runterbrechen. Das heißt, ich lasse eine Spur frei. Wow, schon die zweite. Ich könnte jetzt das da hinten wegmachen, aber das geht ja okay. Rucki zucki, dann mache ich doch lieber eben hier mit weiter. Da bin ich auch nicht ganz reingekommen. Ah, wieso mache ich die weg? Die haben schon das richtige Maß. Naja, egal. Man hat ja nie genug Arbeit. Oh, Idiot. Nein, hör auf damit, die Decke wegzumachen. Da muss ich ja nur drauf stapeln, aber nicht auf dieser. Noch eine tiefer. Oh. So, die obere, genau. Die kann so weg. Dritte Schaufel müsste das jetzt sein. Die legt langsam so frei, was ich alles weg gemacht habe schon. Und legt auch neue Arbeit frei. Einmal ein bisschen was essen. Ich will ja auch wieder komplett heilen. Super. Guck mal, jetzt sehen wir. Legen wir schon Stück für Stück frei, was wir schon fertig haben. Hühner kackern, ich brauche ein bisschen Hühnchen. Oh, guck mal, jetzt wäre die halbe Stunde schon um. Aber wir machen ja noch 10 Minuten. 10 Minuten.
die ganze Reihe nehme ich auch noch mit weg. Ich glaube, da war ich auch schon drin. Ja, bis hierhin, siehst du. Oder sogar noch ein bisschen höher. Ein bisschen zu hoch da. Sorry, also das ist mir dann doch noch ein bisschen zu hoch. Verstehe ich nicht. Wahnsinn, was das für ein was das für eine große Fläche ist, die ich jetzt hier freigelege. Meine Fresse. Jetzt muss ich es ja erstmal leer machen gehen. Ach, guck mal, kein Berg mehr im Weg, wo man. Na, ja. Aber wie können die Erde ja auch eigentlich war. Ja, ihr gackernden Hühner. Habt ihr lustig gemacht, ne? Ich brauche doch gar nicht da hinten hin. Ich mache hier einfach schon wieder dicht. Guck mal, jetzt habt ihr wieder einen freien Ausblick, ne? Die Hügel und Berge, die es da gab, die sind alle wieder weg. Jetzt wären sie nie da gewesen und deswegen vermisst ihr sie auch nicht, weil ihr sie nie gesehen habt. So. Mann. Oh, ganz schön viel Erde jetzt. Ein erdreiches Gebiet. Eine ganze Menge Erde. Wahnsinn. 1, 2, 1, 2. Guck mal hier, das ganze Gebiet habe ich jetzt auch schon wieder. Ach ja, ich sollte auch noch dann natürlich, wenn ich mich schon so toll finde, aber auch Fackeln machen. Ich glaube, das sollte dann erstmal reichen. So kann man dann auch auf der Map sehen, dass es, glaube ich, nur noch ein Katzensprung ist von der Menge her, die wir noch wegmachen müssen. Also wenn ich jetzt hier vierte oder fünfte Stack Erde jetzt schon reinknüppel. So, und mindestens das, was jetzt noch alles grau ist, ist die Fläche, die wir jetzt gerade auf hübsch gemacht haben, wo wir ziemlich viele Stacks an Fackeln, Erde reingeballert haben. Und Fackeln haben wir auch einige reingehauen.
Weißt du, kommen alle so. Guck mal, noch wirklich viel von der Welt habe ich immer noch nicht gesehen, aber dann kommen alle so in dieses kleine Gebiet, ne? Das war alles Wald. Das habe ich alles schon abgeholzt. Gucken die, hä? Auf einmal ist hier der Wald vorbei und dann, oh mein Gott, der Mensch hat sich angesiedelt und zerstört direkt die Natur. Also sehr realitätsnah. Und guck mal, das Fleckchen, was wir noch machen müssen, ist ja nur noch ein Bruchteil von dem, was es vorher war. Super. So. Haben wir wieder eine ganze Menge eingesammelt. Da kommt noch ein bisschen was dazu. So, machen wir erstmal das Ding hier weg, komplett. Und da vorne. Weil da habe ich ja schon, ne? Ja. Machen wir eben fertig noch den Weg. Meine Fresse. Dann kann ich hier nämlich auch überall Fackeln reinsetzen. So, dann ist das nämlich auch schon ready. Dann klabustern wir jetzt hier alles weg. Ah, da hatten wir zuletzt aufgehört. Siehste wohl. So sah das jetzt zumindest aus. Auf der Web sieht das immer so wenig aus und dann, wenn ich das abstecke, das ist System. Ne? Wenn ich mir da auf der Karte festlege, wo ich was abbauen möchte und mir das dann abstecke und dann halt diesen Weg drum mache, um zu gucken, ne? Dann sieht das immer voll riesig aus. Aber im Endeffekt, guck mal, es ist mega. Also so mehr Platz gekommen als gedacht. Na, guck mal, alleine diese komplette Fläche da. Da hole ich, glaube ich, TNT rein. Spaßeshalber. Haben wir, glaube ich, mittlerweile auch schon ein bisschen gesammelt. Sonst gehen wir auf Creeper-Jagd. Und holen uns alles an TNT, was wir können. Ist der überhaupt da? Ich brauche dann... So. Super. Also das ist jetzt die vierte, wenn ich mich nicht täusche. Die vierte Folge, in der wir... den Fels abbauen. Also ich habe erst mit 4 gerechnet, dann habe ich es gesehen, dann habe ich mit 8, dann habe ich die Arbeit gesehen, dann habe ich mit 12, glaube ich, 10, 12 gerechnet. Jetzt sind wir bei der vierten. Mittendrin. Und es sieht schon verdammt gut aus. Es ist echt nicht mehr viel, was zu tun ist. Das ist auf jeden Fall eine Steigerung. Sich dann immer einzeln, weiß ich auch nicht. Schöne Musik. Spiele mir das Lied von dem Bergbauer, der den Berg abbaut. So, ich dachte, das wäre gerade ein ganz besonderer Stein. Stein. So ein richtig schöner Stone Man. Da, aber nee. Oh, hab ich schon zu viel weggenommen. So bin ich. So, mein Arm ist schon wieder am vibrieren und ich beende auch gleich die Folge. Aber nicht jetzt, sondern gleich. Aber nicht jetzt.
Aber gleich. Aber nicht hier. Ja, so dämlich, aber so witzig. Tada! Der Baum ist auch schon komplett frei. Komm, die vier mache ich jetzt noch eben. Tada! So, hier ist nämlich auch schon. Guck mal, wenn du jetzt hier so hinguckst, ne, sieht das schick aus. So, ich hoffe, es hat euch gefallen, Freunde. Ich wünsche euch noch viel Spaß, einen schönen Abend, einen schönen Tag. Euer Nobby. Ciao!